Ja, hallo meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Tiere. Ich möchte Ihnen dieses Video hier ans Herz legen. Es befasst sich, wie sich im Laufe der Aufnahmen ergab, hauptsächlich mit meiner durchaus nicht unpolitischen Kommentierung des Vorwurfs, der derzeit in den Medien herumgeht, das Fantasy-Genre sei ja, sozusagen ein Nährboden für rechtsgerichteten Faschismus. Das war sehr interessant. Da ich aber hier keinen kompletten Propagandavortrag abhalten will, sehen Sie einen durchaus kreativ wahnsinnigen Zusammenschnitt aus schrecklichem Gesang meinerseits immer mal wieder, Textbeiträgen zu anderen, teilweise durchaus trivial und seltsam erscheinenden Thematiken und dann aber auch ja, längere Abschnitte, wo ich dann durchaus mich ernsthaft mit etwas befasse. Dieses Video dient nicht irgendeinem negativen Zweck. Ich möchte niemanden zu irgendetwas bringen, verleiten. Doch, werdet meine Patrons bei Patreon. Das wäre super. Da gibt's also noch richtig was mehr und so. Aber ist jetzt bewusst mal auch hier für alle auf Facebook. Denn ich bin hier als Autor und nicht als Wirtschaftswissenschaftler, was ich auch gar nicht bin. So, mögen die Spiele beginnen. Und übrigens, mir geht's psychisch sehr, sehr gut. Das nur vorweg. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. So, meine lieben Patrons und sonstigen Party People in the House. A selection of Aaron Stitches. Diamonds, Tree of Life. Ist das nicht schön? Guck mal hier. Wer kennt denn die Aaron Islands und den Aaron Sweater Market? Oh, mein Gälisch ist schlecht. Dem Knir an Seogur Fjor Bachal Edeich Eirenach Esseo Margat Gernschei Aran. Sorry. Da weiß man schon, wo Tolkien die Elbensprachen her hat, unter anderem. Ne? Unter anderem. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now there's a street life in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can't fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in fight, high off love, drunk from her hate. It's like... Ah, oh, we hereby certify this is an authentic Aaron garment from the Aaron Sweater Market. The garment has been knitted using an Aaron from Aaron that has been examined and has passed the highest quality control standard of the Aaron Sweater Market. Ja, okay, weiß man aber nicht. Man weiß aber nicht, ob die Wolle auch von dort ist. Aber wahrscheinlich. So, also, nicht wahr? Wir sollen ja alle frieren. There's no sense, the fire burns, when wisdom fails, it changes all. The wheel embodies all that keeps on turning. Nein, aber wenn es so einigermaßen geht, dann finde ich gerade während der Arbeit, ich bin ja nur kein kleines Kind, das in der Wärme schlafen muss und sonst krank wird, das ist nämlich indiskutabel, aber wenn ich hier sitze, muss ich mir jetzt keine Heizung anmachen. Aber kein Aufruf an euch, irgendwas zu tun, was euch irgendjemand gesagt hat, der das nicht hätte sagen dürfen oder sollen. Oh, Powerbank ist aus der Steckdose gezogen. Yes, Powerbank ist aus der Steckdose gezogen. Also ich muss an verschiedenen Standorten Leute fernsteuern. Sie mögen bitte dieses oder jenes tun, weil ich nicht überall gleichzeitig sein kann. Niemand von uns kann das. Blood red skies, I feel so cold. No innocence, we play your role. The wheel embodies all, where are we going? Entschuldigung, ich habe gerade eine E-Mail bekommen von jemandem, der Bettina heißt. Und Bettina hat ihren eigenen Namen falsch getippt, hat geschrieben, Betitna. Entschuldigung. All in all, you expect the wise to be wiser. Fallen from grace, and all in all, I guess we should have known better.
We should have known better. So, dann möchte ich, meine Seriosität zeigt sich dadurch, dass die Jacke geschlossen ist und ich eine Brille trage, ganz kurz über einen Artikel vom SRF kommentieren, der den interessanten Titel trägt, warum fahren so viele Rechtspopulisten auf Fantasy ab? Hintergrund soll sein, dass die künftige Regierungschefin in Italien Herr der Ringe Fan wäre. Dementsprechend wird natürlich geframed, dass alle, die Fantasy lesen oder noch schlimmer schreiben, natürlich Rechtspopulisten sind, wenn nicht gleich Nazis, also auf jeden Fall Rechtsextreme, Radikale und so weiter. So ein paar Sachen, da kommentiert eine Professorin, Frau Christine Lötscher, die offensichtlich mit Fantasy und auch mit Herr der Ringe wenig Berührungspunkte mit ihr hat, mit hatte, aber sie ist trotzdem in ihrer Haltung und in ihrer Meinung sehr, sehr klar, ja, weil die Zeitung das ja auch so haben wollte. Ich möchte nur kurz zitieren, das, was Frau Lötscher beispielsweise sagt: Im Herr der Ringe wird das Böse verkörpert durch Sauron, hat sie gut gegoogelt, und durch die Orks, diese künstlichen Kampfmaschinen. So, jetzt kann man natürlich sagen, die Orks sind künstlich, weil Tolkien-Experten werden vielleicht wissen, dass die Orks eine unheilvolle, ja, Züchtung, Verkrüppelung ehemals versklavter Elben sind. Das geht schon auf die Zeit der Auseinandersetzungen mit Morgoth zurück. Es sind auf jeden Fall keine künstlichen Kampfmaschinen. Das ist schon mal... Ein Confidence is a must, cockiness is a plus, edginess is a rush, edges are like I'm rough, a man with a Midas touch, intoxicate me, I'm a lush, stop, you're making me blush, people are not looking at us. So, nachdem sie dann nachgewiesen hat, dass sie von Herr der Ringe keine Ahnung hat, sagt sie auch noch schreckliche Dinge, wie ich finde, über das gesamte Genre. Ich meine, ihr wisst ja vielleicht, ich schreibe sowieso nicht nur Fantasy, aber ich habe damit mal begonnen. Mit der Seelenprisma-Trilogie und danach habe ich noch historische Fantastik geschrieben aus dem 17. Jahrhundert. Und auch das letzte Buch, was ein bisschen in der Zukunft spielt, Die Sterne in uns, hat ja auch Mystery-Elemente. Also sagen wir mal, es ist alles rechtsradikal. Und nachdem sie hier also noch ein bisschen geschwurbelt hat über nordische Mythen und germanische Göttersagen, die angeblich in Fantasy-Romanen regelmäßig verwurstet werden. Ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Aber egal, kann man ja einfach mal sagen. Sagt sie noch dazu, das Fantasy-Genre neigt dazu, Geschichten mit einsamen Helden zu erzählen, die gegen das Böse kämpfen. Und deswegen sind sogenannte Rechtspopulisten oder Politiker, die als rechts geframed werden oder die tatsächlich rechts sind, sind auch einsame Helden und ziehen ihre Kraft daraus, dass sie denken, sie sind Aragorn oder so. Ganz davon abgesehen, dass Aragorn auch Teil einer Gemeinschaft war in Herr der Ringe. Das Fantasy-Genre neigt dazu, Geschichten mit einsamen Helden zu erzählen. Ja, das gibt es. Natürlich gibt es das. Wer vielleicht aber meine Seelenprisma-Trilogie mal lesen möchte, die fängt ja ein bisschen an mit sogar dem einsamen Helden. Der ist aber gar nicht einsam, nur lost. Und im zunehmenden Verlauf der Trilogie sind nicht nur, also da kann man mir auch nicht mal Gender oder Quote vorwerfen, sind drei Frauen eigentlich sehr dominant, was die Entwicklung der Geschichte angeht. Der einsame Held, der sogenannte, kommt teilweise manchmal 50 Seiten oder 100 Seiten nicht vor. Ist auch gar kein Held, sondern ein Anti-Held. Und dann kommen noch ganz viele andere Figuren hinzu, die nicht Sparring-Partner sind, also die irgendwie so unwichtige Nebenfiguren sind, sondern die Geschichte tragen, manchmal für mehrere hundert Seiten. Auch davon viele Frauen, sogar eine mit einer körperlichen Einschränkung, was sich aber im Laufe der Handlung so ergeben hat. Denn ich konzipiere kein Buch, keinen Roman, keine Geschichte und nehme mir im Vorfeld vor, alle möglichen sexuellen Orientierungen, körperlichen Einschränkungen, geistigen Einschränkungen, Hautfarben, Herkunft, also das alles konzeptionell mit einzuplanen.
Das sind Romane, Geschichten und keine politische Ideologie-Pamphlete. I don't think you know. I'm checking you so hard, wonder if you know you're on my radar. Oh, my radar. Oh, my radar. Es sind Geschichten und keine Propaganda. Ich weiß, dass Geschichten Dinge transportieren können. Wenn jetzt jemand etwas über einen muskulösen, weißen, heterosexuellen Mann schreibt, der die Welt rettet, noch und nöcher, dabei alle Frauen ihm zu Füßen liegen, und das über 10 Bände hinweg. Gut, da kann man sagen, ist Geschmackssache, ist ein Statement und finden viele vielleicht nicht so gut. Aber es gibt so viele hervorragende Fantasy-Autoren da draußen. Und ich würde jetzt mal meine Hand für viele davon ins Feuer legen. 95% davon sind sicher keine Faschisten, Nazis, Rechtsradikale, nur weil sie Fantasy schreiben. Come on, wie viel Müll wollen wir uns in dieser Dystopie hier im Moment eigentlich noch erzählen lassen? It's not true. We are fighters, we come rising, let our voices be a sign. We can start a revolution, we're the heroes of our time. You're waking all the soldiers, this is our battle cry. We can start a revolution, we're the heroes of our time. Ja, so ist, nur ist es ja eine ganz böse und vorsätzliche, schlechte Angewohnheit von mir, auch bei Posts seit vielen Jahren, manchmal mehrere Gefühlslagen, Stimmungen und Themen zu vereinen und dann wissen die Leute nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Ne? Weil wir sind ja konditioniert, entweder ist es lustig oder traurig oder es macht mich wütend oder es ist irgendeine Aussage, wo ein Däumchen reicht. Oder und traurig gibt es noch, traurig. Das Kurz-Emoji gibt es ja immer noch nicht als Kommentarfunktion. Das würden mir vielleicht auch manche gerne mal geben. Dementsprechend hat dieser Film, also außer dass ich euch bewusst und gerne verstöre mit schrecklichem Gesang zwischendurch, der auch völlig wirren Genre-Mix entspringt, denn man muss nichts abbilden. Ich muss jetzt hier nicht politische Lieder singen und ich muss jetzt hier auch nicht nur Metal singen und ich muss auch jetzt nicht nur Pop oder so. Also es ist wurscht. Jedes Lied hatte irgendwas, einen Grund, warum, aber ist egal. Und die meisten hat sowieso keiner erkannt. Geht ja auch noch weiter. Also von daher, dieser Film soll bewusst diese verschiedenen Elemente haben. Ja. Also er fing ja an mit was habe ich für einen Pulli an? Dann hatte er später, so eine Phase, wo ich tatsächlich mal etwas aus der Presse kommentiert habe. Das war mir auch wichtig, weil man kann mich ja privat als Mensch, als Bürger, als was auch immer gerne kritisieren wegen diesem und jenem, also direkt oder indirekt oder durch Schubladen. Aber ich bin ja nur hier bei Facebook oder Patreon oder Insta oder sonst irgendwo. Oder auf Buchmessen in echt oder bei Lesungen oder ne, so, bin ich ja durchaus eher hier als Autor oder ganz vermessen mal zu sagen als Künstler, Unterhaltungskünstler. Ne? Und das lasse ich mir, meiner Berufung, meinem Beruf, meiner Passion und vor allen Dingen den vielen großartigen Kollegen da draußen nicht ungesagt unterstellen. We've been training for years, now we're ready to strike as the great operation begins. We're the first wave on shore, we're the first ones to fall, yet soldiers have fallen before. Ich muss jetzt nicht mehr Tolkien verteidigen. Ich kenne Dokumentationen und ich kenne das Ganze drumherum. Ich befasse mich in der Regel durchaus akademisch mit Originalquellen, mit solchen Dingen.
Ich weiß, aus welcher Zeit Tolkien kommt, welche Einflüsse da eingeflossen, also in Herr der Ringe und so weiter, in dieses Universum mit reinreichen, auch Christentum und seine natürlich seine Begeisterung für alteuropäische, sage ich jetzt mal, Mythologien und so. Nur das so zu verkürzen auf ein Genre, auf ein Fantasy-Genre, das es weltweit gibt, in den unterschiedlichsten Ausprägungen von Kinderfantasy bis zu Horror-Fantasy, geschrieben von alten Frauen, jungen Frauen, alten Männern, jungen Männern, auch wiederum jeder sexuellen Orientierung, jeder Herkunft, jeder Hautfarbe. Und dann setzt sich, Entschuldigung, irgendjemand dahin und macht noch eine Meldung da natürlich draus, die Medien dahinter sowieso. Und instrumentalisieren das? Fantasy spricht Rechtspopulisten an? In the dawn they will pay with their lives as the price. History's written today. In this burning inferno, no, nothing remains as our forces advance on the Ganz davon abgesehen, beach. das ist jetzt vielleicht eben nicht populistisch, was eigentlich von populär kommt und ursprünglich gar nichts Böses war, aber alles geframed und inzwischen bösartig ist oder gemacht worden ist. In der Weimarer Republik oder auch lange in der alten Bundesrepublik, der Bonner Republik, konzentrieren wir uns auf die Bonner Republik. Da hat man gesagt, da gab es ja im Grunde nur drei Parteien, die in den Parlamenten waren, also Union, SPD und die FDP, vor dem Aufkommen der Grünen und der Linken und so. Da hat man doch ganz klar gesagt, die SPD ist links und die CDU ist rechts. Gut, vielleicht hat man auch schon oft gesagt, die CDU sei konservativ. Wobei man auch linkskonservativ sein kann, wenn man an Dingen wie Gewerkschaften festhält, die es schon sehr lange gibt, und an klassischen Aushandlungen gesellschaftlich-sozialer Probleme, ist das auch konservativ. Konservativ ist aber kein Schimpfwort. Und rechts ist eigentlich auch kein Schimpfwort. Und links ist nicht automatisch ein Kompliment. Ich meine, Nationalsozialismus, die Volksgemeinschaft, das war sowas Ähnliches wie der internationale Kommunismus, nur mit anderen. Gut, wir wollen ja gar keine politische Diskussion hier führen. Aiming for heaven, though serving in hell, victory is ours, their forces will fall. Nur wenn die Medien und die Politik im Moment in diesem Land allem, was nicht links ist, kein Rechts zugestehen, sondern sagen, es ist rechtsextrem, rechtsradikal, rechtspopulistisch, faschistisch, neofaschistisch. Was macht das denn mit den Menschen? Wo treibt die Leute das denn hin, wenn sie grundlos beleidigt werden? Das ist unklug. Und das jetzt hier in Kunst und Kultur wieder reinzubringen, das war ja eine der schlimmsten, also kulturpolitisch eine der schlimmsten Dinge im Dritten Reich beispielsweise. Entartete Kunst, Bücherverbrennung. Jetzt werden Autoren oder Genres gecancelt oder mit Dreck beworfen, verunglimpft, in Schubladen gesteckt. Geht langsam los. Soll aber nicht größer werden. Ich möchte das nicht. Und ich glaube, ihr möchtet das auch nicht. Get away. That is all I can do. With my heart upside down, there's a power so strong and it pulls me along to this wall between us. Tell me why. Can't I just speak my mind? I want him to be mine, want his light and his smile to surpass for one night every wall between us. There is no wall between us. Sie versuchen nur eine Wand, eine Mauer zwischen uns zu errichten. Da ist gar keine. Wollen wir nur noch ein Genre? Wollen wir nur noch von der Regierung freigegebene Unterhaltung? Wollen wir nur noch Traumschiff und Tatort? Wollen wir das?
nicht schwarz malen. Aber ich befasse mich ja hier bewusst jetzt nicht mit Außenpolitik, also mit Krieg oder Sabotagen oder sonstigen Vorwürfen. Ich befasse mich bewusst nicht mit Gesundheitspolitik. Ich befasse mich bewusst nicht mit Wirtschaftspolitik. Ich bin Autor. Was soll ich zu einer Gasumlage sagen? Besser nicht. Aber nicht in den Kultur- und Kunstbereich, bitte. Mit so einem Schwachsinn rein. Das hat die sogenannten Linken ja in vergangenen Jahrzehnten auch heftig getroffen. Kommunismusvorwurf. Da wurden die sogenannten linken Autoren, und zwar Autoren, die wirklich auch bewusst ein Sendungsbewusstsein hatten und Belletristik, Gegenwartsbelletristik geschrieben haben. Da konnte man sagen, da ist wirklich eine linke Botschaft drin. Aber wie soll man das bitte sagen über fantastische Tierwesen oder die Schule der magischen Tiere? Das ist alles Fantasy. Das ist sehr breit Fantasy. Nicht nur Herr der Ringe und Eragon und Game of Thrones. Fantasy hat ganz viel zu bieten, ganz viele Facetten. Wie kann man sich hinsetzen und sagen, das ist typisch was für Rechtspopulisten, in Klammern, man meint ja Faschisten. Faschisten sind Menschen, die anderen Menschen mit Gewalt ihre Ideologie einprügeln, die über Leichen gehen, die dezidiert undemokratisch sind. Faschismus ist auch nicht automatisch links oder rechts. Auch das hat sich so eingeprägt. Rechter Faschist, Nazi. Faschismus kann auch links sein. Schlechte Ideologien sind schlechte Ideologien. Und die Herrschaft schlechter Eliten unter Ausbeutung der Bevölkerung ist nicht an eine politische Richtung gebunden. Und ich möchte diese Beurteilungen über Kunst nicht haben. Nicht über Gemälde, nicht über Videokunst, nicht über Installationskunst, nicht über Theaterstücke, nicht über Filme, nicht über Musik, nicht über Romane. Und ich habe sicher einiges noch vergessen. Man darf über einzelne Werke und einzelne Autoren natürlich streiten, aber nicht ein ganzes Genre mit einem Fluch belegen und es ist in eine Verbotsschublade stecken. Das ist mir much too much. Don't do this. Call me Raider, call me wrong, call me insane, call me Mr. Vain, call me what you like, as long as you call me time and again. Feel the presence of the aura of the man, none to compare. Loveless dying for a chance just to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge that makes them move to yourself and into them. Don't hold me back, the simple fact is that I'm all that, and I'm always near. One sexy can perplex me, now you know what's wrong. And you know, didn't before, you know what I want, and I want it now. I want you, and I want a little more. So, kein Gesang mehr. Jetzt konnten wir aber wirklich echt nicht klären, ob diese Wolle wirklich von den Aran Islands ist. Was soll der Mist? Was soll der Mist? Jetzt stelle man sich mal vor, jemand, der schon so ist wie ich, würde sowas hier unter Alkoholeinfluss machen. Das ist eine Katastrophe, kommt ja der Verfassungsschutz. Oder die Männer mit der weißen Jacke. Das klingt allerdings rassistisch und genderinkorrekt. Die Frauen mit der schwarzen Jacke, das klingt noch schlimmer. Es kommt irgendjemand aus dem Weltraum mit einem E-UFO und verstromt mich. Ja, meine Lieben,
Das hier kann man jetzt, das war heute keine Lesung, ne? Zwischendurch war es vielleicht auch lang und langweilig und widerlich und nervtötend. Aber das ist mir egal. Nein, das ist mir nicht egal. Wenn ich euch gequält habe, tut es mir leid. Aber dann habt ihr eh schon längst abgeschaltet. Ich finde, es muss irgendwelche Beiträge geben. Ab und zu. Denn ich tue mir zunehmend schwer, das zu lesen, was als offizieller Beitrag irgendwo aufploppt. Weil dann muss ich, wie gesagt, lesen, dass das Orks Maschinen sind. Und das stimmt einfach nicht. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Es stimmt nicht, dass da keine Maschinen. Orks haben auch Gefühle. Das weiß ich jetzt. Naja, ne. So. Also, ja, das ist jetzt wieder das typische Beispiel für Love it or hate it. Ich weiß nicht, was ich drunter setzen würde. Ich würde es wahrscheinlich, also für einen Klick, ich würde es wahrscheinlich einfach melden. Weil das ist ja auch gerade groß angesagt. Melden, blockieren, zensieren, Shitstorm. Eigentlich, was für ein schönes Wort, Shitstorm. Das erinnert so an die an diese Schläferz-Reihe, ne? Tele 5? Weiß ich nicht, ich gucke kein Fernsehen mehr, fast keins. Schlechtesten Film aller Zeiten, ne? Gibt es da nicht sowas wie Sharknado? So ein Tornado, der Haie mitbringt? Ich würde gern eine Verfilmung von Shitstorm sehen. Wirklich. Irgendwie ein Hurricane, der in der größten Kläranlage der Welt entsteht und dann ganze Landstriche mit Fäkalien. Das Zeug für einen Roman hätte es vielleicht auch. Leute, ich muss weg. So, komm, jetzt aber nicht mit Kapuze, jetzt alle zusammen. Ja, komm, das könnt ihr doch. Dance Monkey könnt ihr doch, oder? They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance you somewhat time. Oh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Jetzt euer Refrain los, das ist eure Chance. So they say. Nein, hier fehlt kein Ton. And when you're done, I'll make you do it all again. Wenn ihr fertig seid, dann bringe ich euch dazu, dass ihr alles nochmal macht. Aber das Video bitte nicht nochmal anschauen. Jeju, jeju. Wer will jetzt die CD? Diese CD. Wer will jetzt diese CD? Please leave your comment hier unten in dem Dingsbums oder auch nicht. Und wenn ihr irgendwas Bösartiges, Negatives dazu kommentieren wollt, dürft ihr das natürlich, weil es bei mir keine Zensur gibt. Aber das verbessert die Welt nicht. Also lasst es doch einfach weg und schreibt nur schöne Kommentare drunter. Oder keine. Whatever. Bis bald. Vielleicht bewährt sich dieses Format ja. Und zum Abschluss kommt keine Musik mehr. Ihr habt's geschafft. Musik. Ciao, ciao. Euer Jan. Read my books.